Das Jahr 2020 war durchaus durchwachsen, aber was Spiele betrifft, war es ein grandioses Jahr. Bei der Fülle an granatenstarken Titeln hat sich die Redaktion zusammengesetzt und jeder hat so ziemlich seine Top 3 des Jahres 2020 zusammengetragen. Beim dritten Platz habe ich mich etwas schwer getan, da einige Titel dieses Jahr diese Position verdient hätten. Im Endeffekt habe ich mich nun aber für Ori and the Will of the Wisps entschieden. Der Nachfolger des 2015 veröffentlichten ersten Teils dieser Metroidvania-Reihe ist für mich in jeder Hinsicht gewachsen und bietet aber ebenso wie in Teil 1 wieder ein exzellentes Gameplay, malerische Landschaften, einen schönen Soundtrack und eine ergreifende Geschichte, aber in jeder Hinsicht eben besser für mich als der erste Teil. Bereits vor dem Release von The Last of Us 2 war ich mir sicher, dass der Titel in meiner Top-Liste des Jahres landen wird, gehört Teil 1 doch zu den für mich besten Spielen aller Zeiten. Obwohl dann allerdings bereits vor Release einige negative Stimmen zum Titel zu hören waren, konnte mich das Spiel mit seiner düsteren Geschichte und den Charakteren komplett überzeugen. The Last of Us 2 hatte für mich sicher die emotionalsten Spielmomente von 2020, wenngleich auch Ori and the Will of the Wisps da sicher ein Wörtchen mitzureden hatte. Mit Ghost of Tsushima hat Sucker Punch für mich den Überraschungshit des Jahres gelandet. Ein solides Spiel habe ich zwar im Vorfeld erwartet, aber dass meine Erwartungen so übertroffen werden, hätte ich nicht gedacht. Nebst wunderschönem Artdesign bietet das Spiel einen tollen Soundtrack, eine interessante Open World und einen Einblick in eine geschichtliche Zeit, die wir in Videospielen selten bekommen. Außerdem kam nur wenige Monate nach Release die alleinstehende Multiplayer-Erweiterung Legends raus und das völlig kostenfrei. Großes Lob an Sucker Punch. Mein drittliebstes Spiel dieses Jahr war Yakuza Like a Dragon. Es ist nicht so, dass ich keine Probleme mit dem Spiel habe oder gewisse Schwierigkeiten. Und es ist vielleicht auch nicht das drittbeste Spiel dieses Jahr, aber wie so oft gewinnt Yakuza einfach mit seinem unglaublichen Charme. Insbesondere wenn die Macher so gewillt sind, etwas Neues zu probieren nach 15 Jahren. Und das mehr noch in der Fortsetzung der Reihe, als wir im Spin-off wie bei Judgment gesehen haben. Das ist cool. Mein zweitliebstes, aber zugegebenermaßen auch das meiner Meinung nach beste Spiel dieses Jahr ist Hades. Es ist einfach so gut. Toller Look, tolle Musik, tolle Charaktere, sehr gutes Gameplay, sehr, sehr abwechslungsreich und es macht einfach sehr clevere Dinge, nicht nur als Spiel, sondern auch in seinem Genre als Roguelike, Roguelite, wie auch immer man es nennen will. Es ist einfach so, so gut. Man muss es einfach gespielt haben. Zwar mag Hades meiner Meinung nach das beste Spiel 2020 gewesen sein, aber ich hatte einfach so viel Spaß und ich habe so viel Zeit verbracht mit Monster Train. Hübsch ist das Deckbuilding-Kartenspiel zugegebenermaßen nicht. Aber hey, dafür hat es tolle Musik und es hat einfach diese spielerische Tiefe, die dem Spiel nicht nur Komplexität verleiht, aber nie vergisst, wie wichtig purer Spielspaß ist. Und das mit substanziellen Gratis-Updates nur noch weiter ausgebaut hat. Meine Top 3 Titel dieses Jahr sind auf Platz 3 The Last of Us 2. Gerade weil es die Story sehr würdig weitererzählt hat, viele Wendungen gab, emotionale Höhepunkte, Tiefpunkte. Und es hat mich nicht ganz so überzeugt wie Teil 1, aber es ist definitiv eins meiner Top 3. Auf Platz 2 ist Final Fantasy VII Remake. War sehr überrascht, wie gut man einen Klassiker, den ich damals sehr gerne gespielt habe und ausgiebig gespielt habe, so gut umsetzen kann. Hat bei mir auf jeden Fall wieder einige Erinnerungen zurückgeholt, wo ich dachte, die hätte ich schon längst nicht mehr im Kopf. Daher auf jeden Fall Platz 2. Und Platz 1 ist dieses Jahr tatsächlich Summer in Mara. Das liegt unter anderem daran, dass das Spiel einfach mal dafür gesorgt hat, dass man alles um sich herum vergisst. Ein ziemlich schöner, gute Laune-Titel, sehr, sehr einfach und hat auf jeden Fall definitiv mehr zu bieten als mancher hochkarätiger Titel. Und daher ist das definitiv Platz 1
ich würde sagen, auch gut verdient. Ein sehr schönes Spiel. Hades oder Hades auf Deutsch, die Unterwelt in der griechischen Mythologie. Dieser Titel ist hier reingerutscht, weil ich nichts anderes Eindeutiges zur Wahl stellen konnte und er das einfach verdient hat, hier zu stehen. Das Spiel habe ich mir zu Weihnachten gegönnt und wurde direkt vom Anfang an gepackt. Supergiant Games haben es einfach drauf, ihre eigene tolle Stilistik beim Zeichnen und ihre Fähigkeit, das Leben den virtuellen Welten einzuhauchen. Wie schon bei vorigen Titeln des Entwicklers, ein herausragendes Soundtrack, viel Liebe im Detail und viel Wärme. Was passiert, wenn man Bestien nimmt, ihm zufällig generierte Dungeons und zufällige Drops aller The Binding of the Isaac verpasst? Da kommt Hades raus. Yep, das Spiel ist ein Rogue-like oder eher ein Rogue-lite, platziert mitten in die griechischen Mythen mit der Supergiant-Stilistik. Falls ihr das noch nicht in der Bibliothek habt, selbst schuld. Bestien von 11, Aphroditen von 100 und ach, Supergiant, wir lieben euch einfach. Doom Eternal oder Doom Eternal. Der Vorgänger von 2016 war schon so fantastisch, dass man mehr wollte und Doom Eternal hat mehr gebracht und viel mehr abgeliefert. Größere Kampagne, ausgebautes Movement, tolles und größeres Arsenal mit mehr Abwechslung, fiese Gegner, neue Mechaniken und vieles mehr. Die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst für alle. Yep, Marauder als Gegner ist immer noch schlimm. Nope, die Sprungpassagen machen immer noch Laune. Yep, die Novo ist unnötig. War kacke, wird für die ehrlichen Käufer und Spieler immer kacke bleiben. Der beste Doom seit Doom 2016, da gibt es nichts zu überlegen. Puh, dieses Jahr ist es tatsächlich etwas schwierig, was die Spiele betrifft, da ich nicht nur die Spiele gezockt habe, die tatsächlich dieses Jahr rausgekommen sind. Ich werde an dieser Stelle etwas cheaten und die Spiele auch nennen, die dieses Jahr auf dem PC rausgekommen sind, damit ich Horizon Zero Dawn einfach mal hier unterjubeln kann. Hiermit sind meine persönlichen Spiele des Jahres. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Die Abenteuer der rothaarigen Aloy sind endlich auf dem PC angekommen und ich habe mich mega drauf gefreut. Dinosaurier, Sci-Fi, Apokalypse. Was will man mehr von einem Spiel? Fantastische offene Welt, tolle Grafik, spannende Story und Stunden. Die man fantastisch in dieser Welt verbringen kann. Als verstoßene und für Größeres bestimmte Hauptprotagonisten stürzen wir in die Welt der Zukunft, die uns nicht rosig empfängt. Primitive Waffen gegen hochentwickelte Maschinen, die die Natur nachahmen und sich aggressiv gegenüber den Menschen verhalten. Von den ersten Minuten packt die Welt und die Geschichte uns bei den Weichteilen und lässt bis zum Schluss nicht los. Neben dem Durchspielen in der Hauptstory stehen uns viele Nebenaufgaben und Beschäftigungen zur Verfügung. Ebenso das groß ausfallende The Frozen Wilds DLC. Da das Spiel ebenfalls die RPG-Elemente besitzt, sind wir auch auf der Suche nach dem besseren Equipment, welches hauptsächlich durch das Erledigen der Aufgaben als Belohnung fungiert. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die Fähigkeiten freizuschalten und Aloy damit hochzuleben. 10 von 10, 100 von 100, Aloy des Jahres auf jeden Fall. Ja, und bei meinen persönlichen Highlights in diesem Jahr wird sicherlich kein einziger Titel vertreten sein, den ihr nicht schon längst gesehen habt. Und jetzt erstmal Platz 3. Ihr seht ihn schon, es ist Final Fantasy VII, das Remake. Ich fand die Geschichte halt rund um Cloud und Tifa und Aerith und all den Charakteren rundherum wunderbar. Es hat mich tatsächlich sogar emotional berührt und optisch war es natürlich eine absolute Wucht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Titel zu spielen, hauptsächlich wegen der Story. Das Gameplay war auch gut, kann man nicht meckern, aber die Story, die hat mich einfach weggeblasen. Fand ich toll, auch wenn es halt eine alte Geschichte ist in einem neuen Gewand. Bei meinem zweiten Platz hatte ich tatsächlich ein wenig Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, ob ich ihn nicht vielleicht auf den ersten Platz setzen sollte. Natürlich ist es The Last of Us Part 2. Noch nie hat mich ein Spiel dermaßen so in die Bedrulle gebracht wie dieser Titel. Ich gehe gar nicht auf die Kontroverse ein. Es ist einfach ein spielerisch solider Titel mit einer
optischen Opulenz und natürlich einer sehr, sehr packenden Story, die mich wirklich erwischt hat und die mich gerade so zum Ende hin dermaßen, ja, nicht in Ruhe gelassen hat, dass ich ständig über das Spiel nachdenken musste. Deswegen ist dieser Titel hier bei mir definitiv verdient auf Platz 2. Ja, was könnte nun anderes auf Platz 1 sein als Ghost of Tsushima? Denn dieser Titel hat mich spielerisch sehr lange gefesselt. Die Geschichte spielte nicht ganz so eine große Rolle, war trotzdem unterhaltsam, aber spielerisch hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ganzen Dörfer von den Mongolen zu befreien oder wieder einen versteckten Tempel zu finden oder einem zu einer versteckten heißen Quelle zu folgen. Es gab viel zu tun und es hat viel Spaß gemacht. Und zudem sah das Spiel so fantastisch gut aus. Regelrecht malerische Landschaften hat man auf dieser Insel entdeckt, sodass ich in keinem anderen Spiel so oft den Fotomodus ausgepackt habe wie in Ghost of Tsushima. Es ist einfach ein fantastisches Spiel, bedient sich ein bisschen der Mechaniken von Assassin's Creed und anderen Spielen tatsächlich, komponiert das Ganze aber mit der asiatischen Kultur zu einem eigenen Gesamtkunstwerk und es macht wahnsinnig viel Spaß. Deswegen Platz 1, Ghost of Tsushima.